So, Freunde, herzlich willkommen bei der 80. Folge von SEO Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Und diese Woche will ich mal meine Highlights von der OM Live mit euch Revue passieren lassen. Und als erstes fange ich an mit dem Vortrag über AdWords-Skripte von Marcel Brodmann. Ja, vor 2 Wochen war ja die OM Live, die Konferenz von Nils Kattau hier in Berlin. Und dort hatten wir das Glück, dass wir auch Partner sein durften. Ich war also auch vor Ort für meine Agentur Digital Effects und habe mir ein paar Vorträge angeschaut, die jetzt sozusagen mal ein bisschen über den Tellerrand gingen. Wir sind ja primär eine SEO-Agentur, übernehmen aber auch für einige Kunden, wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, das AdWords Management, und deswegen war für mich natürlich zum Beispiel der Vortrag von Marcel interessant, der über AdWords-Skripte und ihre Erfahrungen damit berichtet hat. Und da ging es erstmal damit los, dass er ein bisschen die Abgrenzung aufgezeigt hat zwischen AdWords-Skripten, AdWords API, AdWords Editor und so weiter. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man AdWords bedienen kann. Und die Standardvariante ist natürlich, man loggt sich da ein in die AdWords-Plattform, macht das alles per Hand. Dann gibt es die Möglichkeit, eben mit dem AdWords-Editor sich die Kampagnen herunterzuladen, offline zu bearbeiten. Da kann man dann auch ein paar mehr Bulk-Sachen machen. Und wenn man dann aber eben wirklich in die Automatisierung rein will, dann benutzt man eben entsprechend die AdWords-Skripte oder die API. Der Vorteil der Skripte ist, dass man eigentlich sozusagen nicht wirklich was dafür programmieren muss. Man muss also jetzt keine großartigen Entwicklerkenntnisse haben. Man braucht auch keine eigene Entwicklungsumgebung dafür, keinen eigenen Server und so weiter, sondern man kann eben im AdWords-Interface entsprechend diese Skripte nutzen, und dafür gibt es so eine einfache Skriptsprache. Das Ganze ist dann gehostet von AdWords. Man kann vieles per Copy and Paste übernehmen. Es gibt eine ganze Reihe an fertigen Skripten in Bibliotheken oder auch im Internet zum Herunterladen, und man kann damit eine ganze Menge managen, aber natürlich nicht alles, was man jetzt vielleicht über so eine API erschlagen kann, wenn man jetzt wirklich ein Bitmanagement-Tool oder sowas baut. Aber viele Fleißaufgaben, die man natürlich täglich vielleicht hat im AdWords-Management, kann man damit ganz gut abfrühstücken. Und die Skripte sind eben auch so einfach, dass man hier oft mit einer Zeile Code eben zum Beispiel ein neues Keyword anlegen kann oder Gebote verändern kann, wo man vielleicht dann, wenn man das Ganze über die API steuert, viele Zeilen Code mehr braucht. Ja, und besonders für große Accounts macht es natürlich Sinn. Da hat der Marcel hier auch ein paar Beispiele genannt aus ihrer Agenturarbeit, wo sie eben entsprechend so diese Monkey Work über die Skripte erledigen lassen. Also zum Beispiel ja, erkennen, ob es Anormalitäten gibt im Account, verschiedene Settings ändern, Geotargetings oder Gebote erhöhen oder eben senken. Was ich hier ganz gut fand, ist, dass sie eben auch ein Skript sozusagen anbieten zum Download, um hier entsprechend die Geo-Gebote zu optimieren. Was ein bisschen schade war, dass er jetzt eben auch sehr viel berichtet hat sozusagen über die agentureigenen Skripte, die jetzt natürlich super sophisticated sind und ganz viel ja, können, auch im Gegensatz vielleicht zu den AdWords-Vorlagen, aber an die man jetzt natürlich als Teilnehmer nicht so ohne weiteres ankommt. Erst recht nicht, wenn man jetzt vielleicht nicht Kunde von seiner Agentur ist. Ja, aber man kann sich eben auch verschiedene Reports zum Beispiel zusenden lassen, wenn sich irgendwas verändert hat, wenn sich jetzt vielleicht die Conversion Rate verändert hat, wenn sich irgendwie der Traffic verändert hat, wenn sich die Impressions verändert haben. Also damit man eben nicht
zwangsläufig jeden Tag selber reingucken muss und alles überprüfen muss, sondern man kann eben entsprechend das Ganze dann auch automatisieren und dann auch entsprechend sozusagen regelbasiert einfach Änderungen vornehmen an den Kampagnen und Geboten. Und was zum Beispiel hier so ein schönes Beispiel war, war eben Ad-Groups zu multiplizieren oder zu duplizieren, wenn man vielleicht hier entsprechend mit Broad-Match, Exact-Match arbeiten will und dafür getrennte Ad-Groups haben möchte in seiner Kampagnenstruktur, dann kann es eben Sinn machen, hier entsprechend das auch einfach mal mit so einem Skript zu machen, weil wenn man das in der Plattform, in dem Administrations-Backend macht, dann klickt man sich dann natürlich ganz schön zu Tode und muss auch vieles kopieren und so weiter. Ja, wie gesagt, basierend auf den Geolocation-Daten kann man eben hier auch Modifizierungen vornehmen, dass wenn man merkt, in Berlin die Nutzer, die konvertieren vielleicht nicht so gut oder haben den niedrigeren Conversion Value als die meinetwegen in München, dann kann man eben entsprechend die Gebote erhöhen, das kennt ihr ja vielleicht. Und das kann man dann aber auch automatisieren, sodass man das nicht regelmäßig selber setzen und überprüfen muss. Ja, also das fand ich recht spannend. Es gab auch ein paar Beispiele. Ich suche hier gerade in den Folien nochmal heraus die anderen, genau, nicht nur von Peak Ace, sondern hier von Inbis zum Beispiel, der Daily Budget Checker, der eben die Tagesbudgets entsprechend überprüft. Dann der Link Checker vom Holger Schulze, ist natürlich auch ein spannendes Tool, gerade wenn man viele Landingpages hat, wenn sich viele Sachen verändern, wenn man einen Relaunch hat und so weiter, dann wird man natürlich mal durchchecken lassen, ob alle Linkziele noch funktionieren und das per Hand zu machen, macht nicht so einen großen Spaß und außerdem kann das ja auch jederzeit passieren, also würde man das natürlich auch regelmäßig machen müssen und so ein Skript hier kann das natürlich auch dann übernehmen. Also wie gesagt, der Linkchecker von Linkchecker Deluxe von Holger Schulze ist da noch sozusagen genannt worden. Das Merchant Center Monitoring von Christopher Gutknecht, was eben für das Merchant Center von Google gedacht ist, wo man entsprechend hier überwachen kann, ob es da Warnings und Errors gibt. Ja, und dann gibt es wohl noch ganz viele tolle Skripte von Brainlab Scripts, die hier eine ganze Menge an Ressourcen anbieten. Ja, und am Ende ist es aber eben auch nicht ganz ungefährlich mit den Skripten. Das war sicherlich auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil man eben hier auch mit 3-Zeilen-Code alle Anzeigen löschen kann und das unwiderruflich. Also man sollte immer die Testfunktion benutzen vorher, bevor man das Ganze dann auch ausführt. Also insofern, da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Wie gesagt, für mich war es ein bisschen agenturlastig sozusagen. Aber so die wichtigsten Learnings habe ich ja jetzt entsprechend mit dir geteilt und werde da auch nochmal die genannten Ressourcen in den Shownotes verlinken. Also, ich freue mich. Morgen geht es weiter mit dem nächsten Vortrag. Da geht es um E-Mail-Recht und das war auch sehr erhellend. Also, bleib dran und schau morgen wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao.